Der Wochenstart ist tatsächlich verhalten. So richtig überzeugt ist offensichtlich niemand davon, dass der Markt dramatisch nach unten gehen muss, aber ebenfalls auch nicht, dass er nach oben gehen muss, denn zumindest die Käufer haben sich bis jetzt noch nicht wirklich aus dem Gebüsch vorher getraut und halten sich dann noch tatsächlich etwas ruhig. Trotz alledem, das bullische Bild scheint wohl zu überwiegen. Wir sehen das, dass zumindest mal auch im kürzerfristigen die Aufwärtsbewegung die schärfere ist, die wackelige, die geht nach unten. Also insofern scheinen die Bullen noch zumindest mal das Zepter in der Hand zu halten. Aber spannende Woche besteht uns bevor. Wir haben Brexit, wir haben, also ob wir Brexit haben, das ist nochmal auf ein anderes Blatt geschrieben. Aber zumindest mal mit der Johnson-Wahl eine Chance, dass sich da ein bisschen wenigstens mal wieder was tut. Es wäre die 723. Fortsetzung, aber so ist es eben bei Dauerfolgen. Und es kann mal wieder spannend sein. Man kommt ja von diesem Reiz fast nicht los. Wir haben Impeachment-Frage, wir haben die Zollfrage, wir haben allerlei. Wir haben nochmal Querschläger, die auch reinkommen können. Wir hatten jetzt gehört, Nordkorea hat einen neuen Raketentest gestartet. Sicherlich nichts, was man einplanen kann, auch nicht was, was jetzt eine Nachricht allerersten Ranges ist, aber solche Nachrichten können, je nachdem, ja auch nochmal immer dazwischen funken. Und wir sehen, dass die Marktteilnehmer ein bisschen vorsichtig geworden sind. Wir sehen, dass der Markt ziemlich zügig mal nach unten gekommen ist. Das war das, was wir vor dem Wochenende noch gesehen haben, hier Anfang letzter Woche. Anschließend hat es sich erholt und ich sehe eine relativ gute Chance, dass der Markt tatsächlich noch weiter auf der Aufwärtsseite unterwegs ist. Ob das jetzt hier in dieser Form passiert, ob das in der nächsten Zeit passiert, ist fraglich. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir erst nochmal wieder einen kleinen Rücksetzer erwarten oder wir müssen den mit einplanen, denn wir sehen, dass wir hier die Bewegung haben. Die ist jetzt noch nicht mal die 38er-Marke und das ist so ein typisches, klassisches Mindestausmaß für eine Korrektur. Also da ist noch ein bisschen Schiebewurst angesagt. Keiner, wie gesagt, traut sich so richtig unter seinem Stein hervor und jeder wartet dann noch ein klein bisschen. Das ist nicht anders bei den amerikanischen Märkten, da ebenfalls im Kleinen durchaus schon mal eine Schubbewegung da. Allerdings insgesamt kann man sehen hier, dass jetzt so die letzte Zeit jetzt vor dem Wochenende, nach dem Wochenende noch Schiebewurst ist. Ein ordentlicher Rücksetzer und ein ordentlicher Rücksetzer fängt so typischerweise bei 38% in etwa an. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber so um den Dreh rum. Da in diesem Bereich, das wäre ein schöner, ein ordentlicher Rücksetzer, der dann eine Fortsetzung erwarten lässt. So hatten wir es ja am Anfang auch gesagt, dann 50% hier runter, um dann eben weiterzugehen. Ebenfalls jetzt hier im größeren Bild, Schub hoch, hier wackelig irgendwie runter, das wäre schon mal ganz schick. Das wäre für mich jetzt ein Abwarteniveau, auf das ich setzen würde, um danach hereinzugehen, wieder auf die Long-Seite, solange die Abwärtsbewegung irgendwie so aussieht oder ein bisschen ABC-mäßig zumindest, das wären so Klassiker. Und, wir wissen das, Stichwort Trigger, wir haben es oft genug erwähnt, dann aber auch abwarten, dass der Markt den, naja, Beweis ist ein starkes Wort, aber den Hinweis zumindest mal gibt, dass er wirklich willens ist, sich weiter fortzusetzen. Dafür wären die Chancen dann groß, wenn wir den Trigger hier nach oben dann entsprechend durchstoßen. Also noch vieles, was auf Abwarten steht, also wo man eben sagt, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, tatsächlich jetzt schon hier einen Schnellschuss zu machen, ist ein Wagnis. Im Kleinen mag das vielleicht gehen, das hängt ein bisschen davon Chart ab. Ich glaube, der Nasdaq war es, der hat das im Moment eigentlich ganz hübsch. Wir sehen Schub nach oben, wackelig nach unten. Wer aggressiv vorgeht, der kann natürlich sagen, wieso, das ist doch genau das, das geht's doch wackelig. Ich gehe mal auf Minute, nur dass man es mal verdeutlicht. Man muss das nicht auf Minute handeln, aber man sieht dann relativ deutlich den Unterschied zwischen dieser und jener Bewegung. Und man kann dann eben sagen, na gut, das letzte auffällige Zwischenhoch wäre sicherlich das hier. Das ist der Trendkanal, in dem der Markt sich bewegt. Das wäre ein möglicher Trigger. Einziges Manko hier bei der Geschichte ist, dass der Kurs ein unbestimmtes Ziel hat bei so einer Geschichte, wenn der Kurs vorher ja eigentlich schon von unten ist. Hier sieht man es kaum, aber wie vielte Wiederholung einer Korrektur ist denn das? Wir hatten doch hier schon mal irgendwie eine Gegenbewegung, wir hatten doch hier schon mal was, wir hatten hier irgendwie was, ich weiß es nicht. Und das macht es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie weit es hier geht. Bei der ersten Verlängerung, so ähnlich wie wir das hier hatten, da kann man sagen, okay, wenn wir vorne was haben, so ein Rücksetzer, kommt mindestens nochmal sowas. Oder sogar viel länger, wie wir es dann hier im Nachhinein bekommen haben. Das ist hier bei so einer Geschichte nicht ganz klar.
deshalb für die aggressiveren. Trotzdem eine Trading-Möglichkeit mit eigentlich dem sinnvollen Nachziehstopp hier, zum Beispiel im Parabolik, da gibt es andere Varianten ebenfalls, wo man sagt, na, wenn es dann läuft, ist so super, bin ich mit dabei, wenn es nicht läuft, springe ich da halt raus. Vorsichtig allerdings, wir haben halt keine Zielerwartung und das macht eine Chance-Risiko-Relation hier eigentlich nicht vorherbestimmbar. Also für die etwas aggressiveren eine Idee, der Rest sollte wahrscheinlich dann wohl eher etwas noch warten, so werden wir es zumindest mal machen. Kurzer Blick nochmal auf den Euro, ebenfalls ganz spannend. Hier auf 4-Stunden-Basis tolle Aufwärtsbewegung, jetzt hier so eine ABC runter. Hier oben aber reinzugehen ist immer irgendwie spät, deshalb hoffen wir noch darauf, dass wir hier auf dieser Seite was bekommen. So ein bisschen hier kann man das jetzt erahnen. Es sieht ja nicht ganz so schlecht aus, was er bisher gemacht hat. Und genauso analog zu allen anderen Sachen, Rücksetzer abwarten. Und wenn der Rücksetzer A in den Bereich 38 bis 68, nein, Entschuldigung, 78 geht, irgendwo da so in diese Kiste. B, das Ganze noch möglichst wackelig passiert, also nicht so direkt darunter fällt. Also das wäre jetzt nicht wirklich überzeugend, zumindest mal für uns nicht. Sondern wenn wir sehen, okay, die Aufwärtsseite ist die stärkere, die Abwärtsseite ist die ganz klar wackeligere, dann hätten wir hier eine ganz ähnliche Situation, die wir absolut tradenswert finden. So, jetzt habe ich lange gesprochen. Ich hoffe, dass da die ein oder andere Idee mit dabei war. Ich drücke für heute und die nächsten Tage natürlich beide Daumen, dass das für unsere Handelsideen, die wir hier alle haben, dann auch wirklich erfolgreich ist. Ansonsten hören wir uns spätestens morgen wieder an dieser Stelle mit dem nächsten Beitrag. Bis dann, alles Gute.